Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Final Fantasy Crisis Core. In der letzten Episode sind wir hier ins Badehaus eingedrungen und hier im Badehaus gibt es einen Anrufbeantworter, den wir abhören können. Hier gibt es ein bisschen was zu hören über die Wachenschaften hier. Einige Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Hören wir mal rein. Sie haben 23 neue Nachrichten. Nachricht Nummer 1. Oh, ist das heute geschlossen? Dann rufe ich ein anderes mal wieder an. Okay. Ja, was gibt es denn sonst noch zu hören? Reservieren? Ach, nur der Anrufbeantworter, ja. Hä? Einen künstlichen Magen? Okay. Weil ich die Handtasche vergessen. Das ist alles ziemlich langweilig, ne? Haben sie dicht gemacht. Ein Tisch vor der Bühne. War hier. Hier war wohl wirklich mal was los. Da ist keiner da, ne? Ach so? Übergabe? Was für eine Übergabe? Naja, wunderbar. Familienfeierlichkeit zu mieten. Die wahre Salzpflaume? Gießmilch. Ah, die verkaufen hier das Mobiliar. Die Übergabe muss verschoben werden. Die private Flasche. Das Bad. Die haben dich gemacht, ne? Robbe ist aufgeflogen. Hä, was geht hier ab? Ja, aber die haben noch dich gemacht. Ach so, die sind am Renovieren. Shinra Reisebüro. Wieder in Betriebnahme. Die Ware. Bei den Kisten auf der Bühne. Wenn ihr euch diese ganzen Nachrichten anhört, dann könnt ihr die Ware tatsächlich selber einstreichen. Die Licht hier ist nicht unbedingt wirklich schwer zu finden, weil es schön leuchtet. Aber das sieht man auch, den Kraftreif hier könnt ihr nur finden, wenn ihr euch die ganzen 23 Nachrichten gegeben habt. Weil eben das war... Ich meine, es ist nur ein fucking Kraftreif, also ich weiß nicht, was die da für einen Stress machen, deswegen. Aber es ist wohl Hehlerware oder geklaut oder was der Teufel, was damit passiert ist. Wichtig ist hier, wie heißt denn das Ding? Ein Boilerrad. Ich weiß nicht, ob das wirklich so heißt. Aber okay, das liegt hier auf jeden Fall. Das kann man auch ziemlich einfach übersehen. Und das ist doch recht wichtig fürs nächste Gebiet. Dementsprechend nehmen wir das einfach mal mit und gehen mal Richtung Badehaus. Interessant, was haben wir denn hier? Ah, da ist das Bad, da ist die Badewanne. Das ist alles sehr heruntergekommen. Also das wird wohl schon lange dicht gemacht. Wobei ich aber sagen muss, in so einer kalten Winterstadt ist ein Badehaus auf jeden Fall die beste Idee, die man machen kann. Alkohol ausschenken und heißes Wasser. Und hey, ein Greif. Ich laber hier übers Badehaus und da steht ein Greif vor mir. Oh, Feuerer? Nö, kannst du vergessen. Ich hätte mal erstmal gerne deinen Makoniten. Digga, das wird nichts. Hier brauche ich auch... Jetzt habe ich sogar kostenlose Zauber. Ja, nee, ich denke mal, ich werde hier ein bisschen feuern. Vergiss es, Junge. Das zieht nämlich mehr. Und oh, Vitra, nice. Dankeschön. Das war ein kleiner Mini-Boss, also jetzt nicht wirklich ein schwerer Kampf. Aber ja, auch der hat ein Angel-Gesicht. Ist der hier? Das wäre mal interessant. Wir haben hier eine Kiste. Mit einem Äther drin. Und wenn wir hier versuchen, ins Bade reinzugehen. Autsch! Das ist heiß. Heiß, 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 heiß. Hier ist die Temperatur kaputt. Sieht schon, da läuft heißes Wasser rein. Hier ist irgendwas schief gegangen an der ganzen Aktion. Das ist halt, weil das Badehaus kaputt ist, ne? Oh, Cloud! Geht's dir? Ist Cloud tot? Nee, ist noch bei Bewusstsein. Alles cool? Wäre ein bisschen komisch, wenn der jetzt gestorben wäre, ne? Hätte voll Sinn gemacht. Aber es scheint ihm gut zu gehen. Und da hinten liegt Zeng. Oder Zong. Da rein. Den Holländer müssen wir uns holen. Ach, Angel ist auch hier. Okay, nice. Dann gucken wir mal, reden wir mal mit Angel. Gucken wir mal, was der Holländer von uns will. Ja, okay. Geh rüber. Ah,
Emotionaler Schub hat die DBW verstärkt. Gucken wir mal, was hier abgeht, ne? Hier haben wir erstmal die Hintergründe quasi des Badehauses. Und hier gibt's ein paar Sachen zu finden. Erstmal da drüben ist nix, ne? Nö. Wir müssen dahin. Oh, ich bin falsch gelaufen. Neue Gegner. Und zwar ein Jagdhund. Aber auch den können wir ohne größere Probleme einfach platt hauen. Und hier hinten gibt es wunderbar eine Macht Amelia. Nice, nehmen wir alles mit, alles umsonst, ne? Und wenn wir jetzt hier nach oben gehen, finden wir hier einen Steckplatz, wo wir unser Rad einsetzen können. Das Spoilerrad. Und damit haben wir den Dampf hier ausgeschaltet. Da drin leuchtet auch was. Ihr habt schon gesehen, da gibt es ein Item. Jo, der Dampf ist aufgehalten. Das hat zwei Effekte. Erstmal, wie gesagt, der Dampf ist jetzt weg da hinten. Das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Wir gehen jetzt einfach hier lang. Wir halten uns einfach hier lang. Bis hier, wo es kaputt ist. Und können uns einen Blitzreif rausnehmen. Jetzt gehen wir hier rüber. Wir müssen nochmal zurück ins andere Gebiet von eben. Interessant ist auch hier, wenn wir zurück ins Badehaus gehen, kommen wir immer automatisch in den Kampf hier auf der Seite, weil hier zwei von diesen Hunden auf uns warten. Ist auch sehr gefährlich, weil ich meine, Zong und Cloud liegen hier immer noch rum. Aber jetzt, da wir den Boiler da ausgeschaltet haben und dementsprechend der Dampf nicht mehr austritt, seht ihr hier, es läuft, Wasser läuft noch nach, okay. Ich dachte, das hat aufgehört. Auf jeden Fall ist die Temperatur von dem Wasser hier nicht mehr so hoch. Und wir können die Kiste einsammeln. Hier ist eine Bannmaterie. Ja, und das war halt mal das Badehaus. Und hey, hier sind Gegner. Wusste ich gar nicht. Habe ich davon, dass ich das hier erkunden wollte. Ja, nichts mehr mit Baden hier. Das tut mir aber leid. Gut, wir gehen wieder zurück. Müssen uns auch hier nochmal mit den Hunden auseinandersetzen. Kommen wir leider nicht drum rum. Ihr seht, landet sofort im Kampf, wenn ihr in die Nähe geht hier. Vergiss es, Hundchen. So wird das nix. Gehen wir mal da hin und zurück. Kistenmäßig müssen wir jetzt eigentlich alles haben. Dann geht's mal dahin. Wir halten uns jetzt einfach wieder hier. Das hat ja letztens auch funktioniert. Dann können wir hier die Treppe hoch. Dann gucken wir mal, wo wir denn einen guten Angel finden kann. Ah, hier geht's raus. Hier ist ein weiterer seltener Speicherpunkt. Davon gibt's echt nicht viele in dem Spiel. Und dann gucken wir mal, was hier oben abgeht. Sieht nicht so aus, als ob hier viel abgeht. Aber hier geht's wieder rein. Ist das ein Bug von meinem Emulator? Seht ihr das da unten? Flackert. Badehaus, erster Stock, Halle. Ich denke nicht, dass man nur so hier hingekommen ist. Aber ja. Hier sieht es ziemlich heftig aus. Ist alles ziemlich heruntergekommen und kaputt. Und hey, Angel! Angel ist hier. Angemon! Fast. Was geht? Alles cool. I should have dealt with Genesis. Yeah. Yeah, was denn du denn? To prepare you for your next fight. Ach du Schande. Have you lost it? Whoa, Digga. Stop it. Someone's waiting for you, no? Digga. Don't do this. Reiß dich zusammen. Du benutzt dein Schwert? Was geht mit dir ab? Very good, Angeal. It is time to exact vengeance for our family's suffering. Family? No! My father is dead! Fine. Then do it for your mother. My mother's shame made her take her own life. Die lebt doch noch, oder? Shame. How terribly misguided. She should have been proud. Proud that she was the namesake of our experiment. What the? Project G, or should I say, Project Jillian. Hey. Don't say her name. Jillian, the woman implanted with Genova cells, Genesis.
who had her genes mapped onto him during the fetal stage. Yes, Genesis was a failure, I'll admit it. But you, Angeal, you were actually bred inside Jillian's body. Jetzt aber hier. You are perfection. Zack, I am perfect. Bist du? A perfect monster. Ach du Schande. My cells can absorb genetic traits and pass them along to others. A two-way conduit. Oh. Genova's power has passed on to you completely. Was haben die mit dir gemacht? Zack, do you remember what I said about our enemy being all that creates suffering? Jo, das wäre der Typ da. But you're not one of them. But I created my own suffering. Zack, let me show you. Was denn? Stop it! You don't know what you're doing! Hey, hör auf, die Monster zu beschwören. Spinnst du? Damn! At least one sample! Angeal! Was wird das? Fusion! Ha! Und damit beginnt der Kampf. Der epische Bosskampf gegen... Angeal im Ausrastmodus. Metal, Leute! Au! Hey! Wo hast du den Speer her? What happened to honor? Jetzt müssen wir uns doch Angeal stellen. Gegen den Büßer. Erstmal wollen wir den guten Jungen ein bisschen beklauen. Dafür gibt es ein Bronzearmband. Jetzt möchte ich gerne meine Wallfähigkeiten aufstecken. Und das ist eigentlich ein ziemlich einfacher Boss. Da gibt es nämlich einen Trick, den ich im Moment nicht einsetzen kann. Ah, der will abwehren. Ja, komm mal ein bisschen näher. Da, wo du nämlich gerade stehst, bist du mir ein bisschen im Weg. Kommst du mal her? Danke. Denn wenn wir uns den von hinten krallen, haben wir ziemlich gute Chancen, da nur eine Attacke einsetzt von hinten. Und zwar den Blitzschlag, welchen wir einfach ignorieren können. Und uns einfach wieder aufstellen und ihm weiter auf den Arsch geben. Und das können wir jetzt eigentlich so beibehalten. Sag ich und dann verkacke ich's. Da war ich nicht schön hinter ihm. Aber gut, da ist er auch erledigt. Das war der epische Bosskampf gegen Angeals Bestienform, würde ich mal sagen. Hätte es auch einfach menschlich bleiben können, ne? So, Kollege und so. Pfosten. Zack. Ja, du bist... You have my thanks. Du bist jetzt auch am Ausbleichen. This is for you. Hä? Das Bastard-Sword? Nice. Das ist eigentlich voll der traurige Moment. Ich freue mich darüber, dass ich das Schwert bekomme. Das zeigt einfach nur, was für ein schlechter Charakter Angeal war. Embrace your dreams. If you want to be a hero, you need to have dreams and honor.
Ja, du bist fast so schlimm wie Snow mit seinem Heldengelaber, hat erst mit seinem Ehregelaber. Hey, Zack? The sky is closer in the city above, right? Ja. Kinda scary. But the flowers might like it. Maybe. Ja, doch, ne? Oh. Er ist komplett am Arsch wegen N'Jeal. Ich meine, gut, es war sein Mentor und sein bester Freund, von daher. Wollen wir mal nicht so hart mit ihm sein. Auch wenn N'Jeal ein scheiß Charakter war, es war trotzdem sein bester Freund. Armer Zack. Als Erinnerung haben wir jetzt nur noch sein Schwert und die Narbe. Die Mucke hier ist auch sehr geil, muss ich auch sagen. Also musikalisch haben sie eigentlich schon ziemlich gut auf die Kacke gehauen. Mit Crisis Core, also... Dafür, dass Uematsu nicht mit bei war. Oh, merkt euch die Melodie für später. Wir werden die noch einmal hören. Dann zu meiner Meinung nach einer wirklich traurigen Sequenz. Ist Cloud hier mit bei? Jo. Hey Cloud, was geht? So you wanna be a soldier? Hang in there. So you wanna be a soldier? Poke. Ah ne, Moment. Falsch. So, is everybody here now? Sir! You're all rookies, right? Sir! Yes, sir! One piece of advice. No. An order. Embrace your dreams. And whatever happens, protect your soldier honor. Got it? Sir! We're all coming back here alive. You hear me? Let's go. Ja, Zack hat eine heftige Beförderung bekommen. Er wurde sozusagen zu einem Ausbildner befördert. Ja gut, ich meine, er hat... Im Grunde genommen hat er irgendwie N'Jeals Platz eingenommen. Er ist wohl auch der perfekte, also der am besten geeignete. Das Panzerschwert oder Buster Sword, was wir jetzt bekommen haben. Ah, okay. Bereitschaftsdienst. Okay. Das Buster Sword, was wir bekommen haben, gibt uns auch einen gewaltigen Stärkebonus. Soweit ich weiß, hat sich unser Angriff mehr oder weniger verdoppelt. Soldatenehre. Ihr habt viele Dinge, ne? Ah, cool, wir haben Urlaub. Yay, Costa del Sol. Sau cool. Ist auch schön, dass wir die, dass wir den Ort nochmal sehen. Hey, Sis, ne? Wow. No. Never mind that. What is this? Are they putting me out to pasture? Nee, das ist Urlaub, mein Freundchen. Urlaub. I'm bored. That's it. I'm calling them. Director Lazard's not in. He's been missing for a while now. Ach, der. It was Lazard who was funding Hollander's research. Aha. Using the company's money. Are you serious? Moment, es ist Lazard. So we should learn more soon. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der ein Verräter war. People, what are they all thinking? Das ist eine gute Frage. Lies within each person, but even truth seems suspect.
once it leaves their mouths. Sisne, go do something. Calling Eric? How do you know that? Am I being watched? No, she's the one being watched. Uh-huh. That girl is an ancient. The only one left in the world. You didn't know? She never said anything. This is... Hast du dir eine tolle Freundin ausgesucht, ne? Ja. Könnte kleine neue, alte Volk-Kinders machen. Ja, sie ist auf jeden Fall einzigartig. Was geht jetzt ab? Hey, Sang. Was? Das ist nicht euer Ernst. Wie geil! Ruhe hier! Die beste Waffe aller Zeiten! Sonnenschirmattacke! Ich will ein Kostüm haben! Ich will das ganze Spiel so spielen! Komm schon! Ich will jetzt einen Omni-Slash haben! Ich bin schon komplett über der Zeit, aber das ist mir egal! Ich will jetzt einen fucking Omni-Slash! Oder Octa-Slash! Ich glaube, es gibt nichts Geileres hier! Wenn es da mal ein Remake gibt, DLC, ich will das ganze Spiel so spielen. Jetzt ist aber mal gut hier, hört. Jetzt ist aber mal gut hier, ne? Ich bin über der Zeit, Jungs. Könnt ihr mal aufhören, nachzuspawnen? Ich würde nämlich hier gerne den Part beenden. Lass du mal auf mit der Scheiße, langsam nervt's. Geht doch. Kann ich den Sonnenschirm behalten? Ja, es gibt noch mehr. Ah, das ist lebendiger, wenn es uns lieb ist. Hat das überlebt? Ja, ab in den Lebensstrom. Ach du Scheiße, was? Oh, das wäre richtig gefährlich. Ah, aus mit dem Urlaub. Okay. Okay, wir müssen nach Yunnan. Cool, das ist ja ganz in der Nähe. Na gut, das ging auch schnell, ne? Sieht nett hier aus. Und jetzt haben wir auch wieder anständige Klamotten in unser Buster-Sword. Dürfen wir es endlich mal einsetzen? Hier ist auch auf jeden Fall die Hölle los. Die sind voll in Party-Laune. Jetzt, da gibt's aber mal richtig aufs Maul. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, das Buster Sword. Macht schon gut schauen, kann man nichts sagen. Aber verdoppelt ist es nicht gerade. Das sind so... Wir hätten davor so um die 1500 Schaden, jetzt sind wir so ungefähr bei 2000... So 25... Ja, nee, doch. 25%, ein Drittel. Ich bin nicht gut mit Mathe, also... Wir haben mehr Damage. Das reicht mir schon. Mehr, größere Zahl macht mehr Aua. Aber... Ja, das ist schön. Ja... Kriege ich jetzt einen Speicherpunkt und darf meine Episode endlich mal beenden? Ich will nicht mitten in der Cutscene beenden. Ja, wunderbar. Genau das wollte ich haben. So, Dalö. Dann werden wir hier erstmal unser Spiel speichern. Um die Mission, da gucke ich dann das nächste Mal rein und alles. Das mache ich dann offscreen. Das ist erstmal wieder Vorbereitungszeit. Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier. Bis dahin. Ciao, Leute. Euer Tredi.